zweite Liga, Hamburg ist dabei. Wer den Schaden hat, muss für den Spott nicht sorgen, sagt man. Der Hamburger SV kann ein Lied davon singen. Das Aufstiegsduell 1:4 in Paderborn verloren und damit, realistisch gesehen, chancenlos im Kampf um den Aufstieg. Der Sportverein aus Hamburg bleibt weiter zweitklassig. Der direkte Wiederaufstieg bleibt Wunschdenken. Ich denke mal, das hat sich abgezeichnet. Wer die letzten 7 oder 8 Spiele in einer derartigen Verfassung absolviert, wer zu Hause zum Beispiel bei einem Spiel 2:0 souverän führt und 3:2 verliert, wer gegen die Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel es nicht hinbekommt, souverän aufzutreten, der kann nicht erwarten, dass er aufsteigt. Der HSV hat den Aufstieg verpasst vor 3, 4, 5, 6, 7 Wochen. Mit der Kacktruppe, wo wir hier haben, ja, keine Eier, kein Plan, der Trainer hat keinen Plan. Gideon Jung, grottenschlecht, spielt immer wieder. Das ist meine Meinung. Ja? Können Sie, was weiß ich, in alle Medien bringen? Ohne Eier geht gar nichts. In den Heimspielen haben sie einfach nicht gut gespielt. Gegen Mannschaften, die alle im unteren Drittel sind, haben sie einfach nicht gut gespielt. Und demzufolge haben sie es meiner Meinung nach auch nicht verdient, aufzusteigen. Ja, das war abzusehen in den letzten Spielen. Und ich denke, der HSV hat in der ersten Halbserie ganz gut das gut gemacht, aber viel Glück gehabt. In der zweiten Serie war es dann eben genau andersrum und ist kein System erkennbar. Ich glaube, der HSV hat noch nicht den Umbruch geschafft. Insofern ist es wahrscheinlich gut, dass sie noch mal in der zweiten Liga bleiben. In Hamburg beginnt die Analyse einer enttäuschenden Saison, die mit einem sicheren Platz in Liga 1 hätte enden sollen. Zielvorgabe verpasst. Wir haben alle versagt, hört man aus der Hansestadt. Gut, nächste Woche ist letztes Spiel gegen Duisburg, ohne Wert. Wie heißt es so schön? Man setzt sich zusammen und analysiert die Saison. Aber ich kann nicht immer an die Spieler appellieren, die genug Geld verdienen und an die Ehre appellieren, sondern die Spieler hat ja jemand zusammengestellt. Ich weiß selber, ich habe zwar nur Kreisliga gespielt, aber es gab gewisse Typen, wenn die dabei waren, dann hat man eine höhere Chance gehabt, ein Spiel zu gewinnen. Aber wenn die Typen nicht dabei waren, dann sah es auch schlecht aus und die Typen sind nicht mehr da. Ja, ich würd einen kompletten Strich ziehen, Trainer raus, die Hälfte der Mannschaft austauschen und jeder, wo Eier hat und für den HSV kicken will, der soll dann weitermachen. Alle anderen, Abfahrt. Ob Tabula Rasa oder hanseatischer Zusammenhalt wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Sicher ist, das Ziel für die kommende Spielzeit, es bleibt das gleiche, der Aufstieg in die erste Liga.